In dieser Folge besuchen wir den Kalimata-Tempel, den heiligen Tempel der Ratten. Lydia und Tobias hatten uns angeschrieben, weil sie einen kleinen indischen Straßenwelpen gefunden hatten, den sie auf ihre weitere Reise mitnehmen wollten. Und weil wir gerade in der Nähe waren, sind wir Richtung Kalimata-Tempel gefahren und haben die beiden besucht. Für indische Verhältnisse war es unser erster, einigermaßen abgelegener Stellplatz, was wahrscheinlich daran lag, dass das Dorf 2 Kilometer entfernt war und zwischen Dorf und unserem Stellplatz eine Müllheide war. Ganz schön mutig, der Kleine. Ja, ne? Ja. Warte mal, den so ansetzen. Oh, so süß. Weißt du, so? Guten Tag, schön, dass du auch mit dabei bist. Kommt halt immer nur auf die Steuer drauf an, ne? Mhm. Wie steuert das? Nein, Luke, das ist deine schöne Dann nicht richtig doll zieht, ne? Was ist denn da los? Könnte ja das mit muss ich mehr Kraft ziehen. Nee, nee, der will. Ich will einfach durch die Gegend ziehen dadurch. Aber ziehen! Ja, ja. Eigentlich sollte die Leine nicht kaputt ziehen, aber es ist unglaublich witzig. Legt sich wacker, hä? Ja, das ist doch ja, nicht los. Komm mal, du kriegst den einfach seitlich weggezogen. Du lässt ihn ab und zu mal gewinnen. Offensichtlich. Und dann wurden wir doch entdeckt. Dieser Herr stand ungefähr 2 Stunden vor unserem Auto. Er wollte nichts, er redete nicht. Er stand einfach nur da und hat uns beobachtet. In Indien gibt es noch die sogenannten Kasten. Inder werden, je nach Job, Sozialstatus und Heirat, in eine gesellschaftliche Schicht eingeteilt. Das Ganze geht von der Bevölkerung aus, nicht von der Regierung. Die einzelnen Kasten bleiben normalerweise unter sich. Am Tag des Holi Festivals, dem heiligen Fest der Farben, sind jedoch alle Sozialstrukturen vergessen. Es wird gefeiert, miteinander. Ein heiliges, buntes Fest des Friedens. Aber wenn's voll auf der Haut. Ja. Man sagt, dass man es mit Karneval oder Fasching vergleichen kann. Auf jeden Fall sind wir genau an diesem Tag, am Tag des Holi Festivals, in das kleine Dorf gegangen, um uns dort den heiligen Rattentempel anzuschauen. Eigentlich wollten wir bei dem Fest auch nur zuschauen, das war jedoch nicht möglich. Nun stellt man sich vielleicht die Frage, warum in diesem Tempel Ratten als heilig angesehen werden. Es geht auf eine Heilige zurück, sie hieß Kalimata und lebte zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert. Nachdem sie die Seele eines verstorbenen Jungen nicht zurückholen konnte, beschloss sie, dass von nun an alle Toten als Ratten wiedergeboren werden sollen. Ich muss allerdings, dass ich nicht alles direkt abfärbe. Sehe ich denn bunt aus oder bin ich nur schwarz? Ein bisschen bunt. Ja, du bist komplett bunt. Komplett schwarz meinst du? Nein, komplett bunt. Du bist ganz rot und grün. Alles. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann der Tempel gebaut, um Kalimata und ihre Wiedergeburten zu ehren. Halt! 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 Hallo! Very good. Ja, Mann!
Man schätzt, dass etwa 25.000 Ratten in diesem Tempel leben. Und wie in jedem indischen Tempel, muss man auch in diesem Tempel seine Schuhe ausziehen. Toll. Eintritt müssen wir übrigens keinen bezahlen. Nur eine Gebühr von 2 Euro, um Fotos bzw. Videos zu machen. Um sich zu segnen, essen gläubige Hindus mit den Ratten aus demselben Geschirr. Die Ratte trinkt und isst zuerst, danach nimmt sich der Gläubige das Mahl. Man glaubt es vielleicht kaum, aber Krankheiten und Epidemien sind wegen diesem Ritual bisher nicht bekannt. Und man sagt auch, wenn eine Ratte einem über die Füße läuft, bedeutet das, dass man großes Glück hat. Wir verzichten auf den Segen, haben an diesem Tag aber Glück ohne Ende. Immerhin. Wenn du sie tötest, dann ist... Dann pack sie wieder runter. Man muss in diesem Tempel wirklich sehr vorsichtig sein und extrem aufpassen, wo man hintritt. Wenn eine Ratte durch einen Besucher umkommt, muss diese ersetzt werden mit Gold und Silber in Form einer Ratte. Nachdem wir wieder einigermaßen sauber waren, kam ein paar Inder vorbei mit selbstgebrannten Kokosnussschnaps. Aus Höflichkeit und wahrscheinlich auch aus eigener Neugier hat Steffen sich dazu entschlossen, einen Schluck zu probieren. Hallo. Nein, gehen wir uns ein. Oh, Steffen, pass aber auf, ne? Ja. Du, meinst du, das ist okay? Oder meinst du? Und ich bin im Auto geblieben und habe mir Sorgen gemacht. Es war dann zum Glück alles in Ordnung. Aber zu viel wollten wir davon denn doch nicht trinken. Irgendwie spürten wir, dass unser abgelegener Stellplatz sich langsam ein bisschen rumgesprochen hatte und vielleicht doch nicht mehr so abgelegen war. Und so wurde es für uns Zeit, weiterzufahren. Wir wollten weiter Richtung Süden. Unsere neuen Freunde wollten weiter Richtung Norden. Zusammen mit Samo, dem neuen Familienmitglied. Die 2 bzw. 3 sind mit den Papieren, die sie in Indien für Samo bekommen haben, über die Grenzen gekommen und haben sich dann in Russland um alle Papiere für die EU-Einreise gekümmert und konnten Samo so am Ende auch mit nach Deutschland nehmen.